diese Magie der Bremer Brücke, wie viele Beispiele ihr auch genannt habt, die dazu geführt haben, dass hier so ein Feuerwerk entstanden ist. Ne? Das Zusammenspiel zwischen der Mannschaft und den Fans, das stimmt hier. Und da konnten wir uns immer drauf verlassen, dass die Fans hinter einem stehen, dass sie einen nach vorne peitschen. Und dieses Zusammenspiel hat schon oft zu diesen Sensationen geführt. Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster vor dem DFB-Pokalspiel des VfL Osnabrück gegen den SC Freiburg an diesem Samstag. Und wir haben schon öfter gesagt, wir haben uns besondere Gäste eingeladen, aber heute stimmt's auf jeden Fall. Hier im Podcast-Studio sind ehemalige Spieler, Pokalhelden des VfL Osnabrück aus drei Generationen. Und wir begrüßen Sie heute hier ganz herzlich zum Brückengeflüster. Ja, eine Spezialfolge, wie gesagt, vor dem Pokal. Und sagen herzlich willkommen Henning Grieneisen, Adi Menger und Rolf Meyer. Und wir, das sind heute mein Kollege Harald Pistorius und ich. Denn Harald Pistorius schreibt gerade nicht nur an ein Buch 125 Jahre VfL Osnabrück, sondern er hat auch alles, was in diesem Buch erscheint, in seinem Kopf. Und deswegen muss er natürlich Teil dieses Brückengeflüsters sein. Und Harald, ja, deswegen natürlich sofort und gleich die Überleitung zu dir. Schön, dass du da bist. Danke, ich bin total nervös, so wie Rolf Meyer vor jedem Spiel. Ja, Pokalstimmung gegen SC Freiburg am kommenden Samstag ist ja eine Doublette. Das Spiel hat es schon mal gegeben in der Saison unter Scherning. Da gab es eine Niederlage im Elfmeterschießen, das wisst ihr alle noch. Aber wir wollen ja heute über eure Pokaltriumphe mit dem VfL sprechen. Und wir haben so einen kleinen Spaß gemacht. Wer von euch hat die meisten Pokalspiele mit dem VfL gewonnen? Wir sind nicht weitergekommen. Adi hat 4. Aber Rolf Meyer hat noch mehr, weil er als Co-Trainer auch beteiligt war. Das rechnen wir mit, Rolf. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Auf alle Fälle, Harald. Und dafür musst du deine Hemmung überwinden, immer wieder mal über den Pokalsieg bei Bayern München zu sprechen. Ich weiß, dass das nicht dein liebstes Hobby ist, aber es gibt auch nachwachsende Generationen, die wirklich auch nicht mehr viel wissen von diesem 5:4 am 23. September 1978. Und als der kleine Rolf aus Twistring sich im großen in Twistring bist du zur Schule gegangen, ne? Nein, in auch nicht. Ja. Der kleine Rolf Meyer aus Melchiorshausen in der Kabine im Olympiastadion stand und staunte, wie groß das alles ist, ne? Ja, das kann man so sagen, Harald. Ja, es war... Ich meine, wir kommen ja noch gleich drauf. Ja, wir können auch jetzt schon ein bisschen was sagen. Ihr seid ja als Mannschaft aus dem Mittelfeld der zweiten Liga Nord dorthin gefahren. Ja, wir waren ja eine relativ junge Mannschaft zu der Zeit. Für mich war es ja auch das erste Jahr. Ich bin damals 78 von SV Werder Bremen zum VfL gegangen, zusammen mit Karl Friedrich Wessel und Wolfgang Schröder und dem Co-Trainer Karl Fischer zu der Zeit. Und wir waren eine relativ junge, habe ich ja schon gesagt, junge Mannschaft, neu zusammengestellt von Radoslav Momirski. Und ja, das war so das erste Highlight, dieses Pokalspiel in München, wobei wir damals dahin gefahren sind ohne große Ambitionen. Also das muss man auch sagen, Bayern München war zu der damaligen Zeit das Nonplusultra im deutschen Fußball. Und da konnten wir uns als kleiner Zweitligist normalerweise nichts ausrechnen. Ja. Aber es kam da, ja? Ja, warte, ich habe mal die Startaufstellung von Bayern München da. Wir können nachher auch noch über die des VfL sprechen, aber das ist Sepp Maier, Wolfgang Rausch, Georg Schwarzenberg, Udo Horstmann, Paul Breitner, Kurt Niedermeyer, Bernd Dürnberger, Hans-Josef Kapellmann, Branko Obliak, Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge. Also das sind einige sehr, sehr klangvolle Namen dabei, ne? Ja, gewesen. Eingewechselt wurde auch noch Uli Hoeneß. Auch der hat es dann nicht mehr geschafft, das Ding zu drehen. Ja, aber das war, wie gesagt, das Nonplusultra im deutschen Fußball. Außer Franz Beckenbauer, der in der Saison vorher oder in der Saison, glaube ich, zu Kosmos gewechselt ist. Richtig. Waren im Grunde genommen alle zu der damaligen Zeit alle Stars dabei, ja. Aber es war eine der schlechtesten Saisons, die Bayern gespielt hat. Dazu trug dann auch zur schlechten Stimmung dieser 5:4-Sieg des VfL bei. Lorand ist dann amok gelaufen, der ungarische Starttrainer der Bayern, hat sich mit Breitner und Sepp Maier gefetzt. Anschließend gab es ein großes Chaos um die Trainerposition. Max Merkel sollte zurückkommen und daraufhin
haben Sepp Maier und Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß Rabatz gemacht und eine Revolte angestoßen. Also der VfL hat mit dazu beigetragen, dass sich bei den Bayern ein Jahr später alles erneuerte. Hoeneß wurde Manager mit allen Vollmachten. Der Präsident Willi Neudecker trat zurück, ist lange her, aber da war ein Umbruch bei den Bayern, der schon gravierend war. Habt ihr mit dazu beigetragen? Und was weißt du denn noch von diesem Spiel eigentlich, von den reinen 90 Minuten? Hast du es dir eigentlich mal wieder angeguckt, so ein bisschen die Ausschnitte? Irgendwann mal? Ausschnitte habe ich hin und wieder mal gesehen. Ja, da gibt es ja relativ wenig Bildmaterial, das muss man ja auch sagen. In diesem großen Olympiastadion waren damals, ich glaube, knapp 8000 Zuschauer. Die haben sich da ja, man hat sie kaum gesehen. Und blieb mir so in Erinnerung. Ja, und das andere war halt für uns was Besonderes. Ja. Diese großen Kabinen, die haben wir noch nie gesehen. Entmüdungsbecken, so groß wie ein Schwimmbad. Also das war für uns schon was Besonderes. Und als wir da in das Stadion kamen, in dieses damals noch neue Olympiastadion, das war ja noch nicht so alt, das war schon sehr, sehr beeindruckend für uns alle. Adi, wusstest du das so in deiner aktiven Zeit, dass der VfL mal bei Bayern München 5-4 gewonnen hat im Pokal? Ich glaube, als Osnabrücker muss man eigentlich wissen, ja, weil das ist die Geschichte, ne, was der VfL gemacht hat. Und gegen Bayern München 5-4 zu gewinnen, ne, das gewinnt man einfach nicht so. Und das ist auf jeden Fall was Besonderes, dass jeder VfL-Fans das wissen muss. Ja. Und du hast dein erstes DFB-Pokalspiel für den VfL dann auch gegen Bayern München gemacht. Kannst du dich erinnern? Ich kann mich gut erinnern, ja. Das war, das war schon ein Traum. Ja. Das war irgendwie ein Dienstagabend, glaube ich. Das war ein Live-Spiel. Ganz Deutschland haben geguckt und wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet. Ne? Klar, man war ein bisschen nervös, klar. Bayern München kommen aus Osnabrück. Und dann lachen wir, glaube ich, in der vierten Minute 1-0 zurück und dann macht Joe Enox sein Traumtor. Ja? Man schießt auch nicht alle Tage. Ne? Und das war schon, die Brücke hat gebebt. Ja? Und dann, wo wir 2-1 geführt haben, jeder hat an die Uhr geguckt. Oh mein Gott, wir haben noch eine halbe Stunde noch zu spielen. Und da kam Pizarro. Das 2-2 und... Vorher kam noch Alex, ne? Rolf, kannst du dich erinnern an diese Szene? Ich nehme Alex immer noch übel. Irgendwer hat gesagt, Pele hätte auf der Bank am liebsten... ich weiß nicht, welche Straftat begangen. Ja, aber ich weiß schon. Es war eine Riesenchance gegen Rensing. Das war schon ein Konter, genau. Das war ein Konter. Ich glaube, wenn er Alex querlegt, dann stehe ich da alleine und dann schiebt das Ding rein. Und er hat geschossen, leider ist nicht reingegangen. Ja. Und dann kam Pizarro und dann in der letzten Sekunde mit Roy Makaay. Ja. Das war ja schon klar. Wo die Aktion 1-1 gegen unser Torwart lief, da weißt du schon, okay, gut, das Ding ist erledigt. Und, aber trotzdem, nach dem Spiel waren wir glücklich, wir haben gefreut, wir haben gekämpft. Und das bleibt in Erinnerung. Das nehme uns keiner, ja. Ja, Dave de Jong war der niederländische Innenverteidiger des VfL zu der Zeit. Er spielte nun gegen den Landsmann Roy Makaay und berichtete also später, dass er immer versucht hätte, mit dem zu sprechen. Aber sagte, der hat kein Wort zu mir gesagt, hat Dave gesagt. Vielleicht hat er was gegen Niederländer. Ja. Ich glaube, er war einfach konzentriert. Ne? Ich glaube, ein paar Tage davor haben die bestimmt in Dortmund gespielt, wenn ich noch erinnern kann. Ich glaube, das 2-2 auch in den letzten Sekunden geschossen. Und danach gegen uns auch noch. Und das war schon bitter, ja. Aber wir haben wirklich gekämpft und wir haben Krämpfe. In der 90. Minute waren wir schon, also wir lagen schon auf dem Boden, aber trotzdem, wir haben weiter gekämpft. Und in letzter Minute, dann kam Roy Makaay und dann sind wir leider ausgeschieden, ja. Und ja. Joe Enochs Tor wurde zum Tor des Monats gewählt. So sieht's aus, ja. Also wirklich, das war ein schönes Tor für Joe. Ich habe mich auch richtig gefreut. Und jedes Mal, wenn ich diese Bilder sehe, die Videos sehe und Das war für dich auch ein ganz besonderer Tag. Es war jetzt, du warst noch nicht so lange bei den Profis und dann so ein Spiel, war das bis dahin größtes Spiel, was du gemacht hast? Ne? Ich glaube schon, ja. Also das war, wenn du schon die erste Elf von Bayern München siehst, dann weißt du schon, okay, boah, da sind ja Namen, die da standen. Und neben mir stand Lucio und der Michaelis, das weiß ich noch. Ich musste immer gucken, links, rechts und da, ach ja, gar keine Chance. Aber trotzdem, wir haben versucht, als Mannschaft aufzutreten und das hat uns auch gelungen.
Hast du da noch ein Trikot davon? Hast du mit irgendjemandem Trikot nicht getauscht? Leider nicht. Ja, also ich bereue das auch noch. Aber warst du zu langsam oder hätte man das vorher absprechen ja, müssen? Ja, also beim Spiel schon. Also bei mir kommt so eine Erinnerung, als gestern gewesen wäre. Ich weiß nur, gegen Argrave, da standen wir auch noch da. Und ich wollte eigentlich fragen, aber da haben wir gesagt, komm, ist egal. Ich brauche das nicht, bin ein bisschen traurig. Aber ja, heute bereue ich das, ja. Rolf, Trikottausch war in deiner Generation nicht angesagt, ne? Nein. Absolut nicht. Es ja. gab ja nur Trikots von 1 bis 11, von daher standen noch keine Namen hinten drauf. Ja. Das gab es halt da nicht so schlimm, wie es heute ist. Also, nö. Manchmal geht es dir ein bisschen auf den Geist, ne? Was? Dieser Trikottausch und dieses... Ach so, ja. Natürlich. Also wenn ich in der Halbzeit schon Trikot tausche während des Spiels, das ist jetzt nicht so meins, würde ich mal sagen. Dann bin ich jetzt noch ein bisschen oldschool. Kann ich verstehen. Ja, und wir haben vorhin gewitzelt und haben gesagt, so normalerweise haben wir hier im Podcast-Studio 4 Plätze. Wir haben heute extra einen 5. aufgebaut. Der die wenigsten Pokalspiele für den VfL Osnabrück absolviert hat, der muss stehen. Nee, Henning, wir haben dir auch noch einen Stuhl hingestellt. Ne? Vielen Dank dafür. Henning, erzähl du mal, gab es denn aus deiner Sicht irgendein Trikot, was du behalten hast aus dieser Zeit oder vielleicht die ein oder andere schöne Erinnerung? Ja, als ich gerade darüber gesprochen habe, habe ich schon drüber nachgedacht. Habe ich eigentlich ein Trikot getauscht, aber tatsächlich habe ich das auch nicht getan. Ich kann auch nicht genau sagen, warum. Es war ein besonderes Spiel. Bei mir geht es ja hauptsächlich um das Spiel gegen den HSV. Richtig. Das war dramatisch. Man hat sich vielleicht auch so sehr gefreut, dass es dann am Ende geklappt hat im Elfmeterschießen. Und die HSV-Spieler sind dann auch schnell von dannen gezogen, verständlicherweise. Und wir haben uns einfach nur gefreut. Und Trikottausch war irgendwie gar nicht so Thema. Einfach nur die Sensation geschafft und mit den Fans gefeiert. Da möchte man doch eigentlich sowieso sein Trikot am liebsten selbst behalten als Erinnerung an dieses Spiel, oder? Ich glaube, gegen diese Mannschaften ist es auch eher nur ein einseitiger Trikottausch. Also ich glaube auch, dass Adi damals von Bayern München, da wollte wahrscheinlich keiner sein Trikot haben. Da hätte er das andere gekriegt, genau wie bei mir. Ein Greenhausen-Trikot hätte wahrscheinlich vom HSV keiner haben wollen. Ja, lass uns mal weg vom Trikottausch und zum Spiel hin. Das 3-3, was für Erinnerungen hast du da noch dran? Ja, es sind positive Erinnerungen, tolle Erinnerungen. Ich habe ja, oder Adi auch, wir haben das Glück, dass man viele Sachen noch bei YouTube sich anschauen kann. Es wird alles aufgenommen. Man darf ja nicht vergessen, das ist jetzt auch schon 14 Jahre her. Wir haben gerade von 3 Generationen hier gesprochen und wenn ich jetzt mal der Jüngste sein sollte hier, dann ist es eher so, dass das ja auch schon 14 Jahre her ist. Ja, das war vielleicht, also um der Wahrheit gerecht zu werden, euch beide trennt nur ein Jahr. Aber ich meinte jetzt 3 Generationen an Mannschaften des VfL. Gut. Alles gut. Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Positive Erinnerungen. Ich kann meinen Söhnen zeigen, was da passiert ist. Das kann man ganz schnell abrufen. Das ist das Tolle der heutigen Zeit und das Besondere. Und natürlich guckt man sich das gerne an, weil irgendwie geht die Gänsehaut auch nie weg, wenn man sich diesen Moment wieder anschaut. Und vor allen Dingen dann das auch, wenn man in die Gesichter der Fans schaut und was da so passiert ist auf den Rängen und diese Magie, die da war. Und das ist eigentlich besonders. Rolf, du warst mit dabei. Du warst als Torwarttrainer, gehörtest du zum Staff von Carsten Baumann. Und dazu Co-Trainer war ich damals. Co-Trainer und Torwarttrainer. Wir hatten keinen. Kein besseres. An den letzten. Also genau. Wir haben kein besseres gefunden. Aber im nächsten Jahr wurde es dann anders. Im nächsten Jahr anders. Das wollen wir jetzt nicht thematisieren. Ja. Mich würde mal interessieren, Henning, kriegst du die oder kriegt ihr zusammen noch die Torfolge auf die Reihe von diesem Spiel? 3-3 stand es nach 120 Minuten, 2-2 nach 90. Also rückwärts. Also ich fange mal bei meinem 3-3 an. Dann war, glaube ich, Guy Demel, der das 3-2 für HSV geschossen hat. Dann war der Trochowski, derjenige, der das 2-2 gemacht hat. Dann hat, weiß ich, Mladen Petric, glaube ich, ein Tor geschossen. Und für uns, Rolf, jetzt springst du mir zur Seite. Wer hat da getroffen? Reichenberger. Nein. Nein? Ja, schade. Also, ich muss Adi. Ich war nicht. Adi, du weißt auch nicht. Ja. Ich kann helfen, ich habe es ausgedruckt. Bitte. Ich habe knallhart recherchiert. Oder Harald, würdest du es noch aus dem Kopf, ne? Nein, ich hab die Probe aufs Exempel gemacht. Benjamin Ziegert hat ein Tor. Benjamin. Jetzt kann ich mich dran erinnern. Ja. Also ohne Lesebrille, ja, ne? Das war Benjamin Ziegert und davor Nils Hansen. Ja. Ach, Nils. Also, ich aber glaub, rückwärts war die richtige Reihenfolge, auf jeden Fall. Ja. Und dann die 2 VfL-Spieler
haben, wie gesagt, waren noch Benjamin Siegert und Nils Hansen. Ja, ich meine, die Dramatik bei dem Spiel war ja auch noch das Besondere. Es war ja nicht ein 2-0 oder sowas, sondern wir waren ja eigentlich schon im Ziel. Und dann dieses Handspiel von Dennis Schmidt, wo er sich selber an den Kopf fasst. Und dann steht es auf einmal doch 2-2. Und dann spricht alles dafür, dass Hamburg das Spiel gewinnt. Und dann gehen die auch noch in Führung. Und wir laufen auch nur hinterher. Und dann habe ich diesen lichten Moment mit einem ganz guten Schuss. Und das war ja für uns alle dann, da waren wir auf einmal wieder da und dachten, oh, jetzt haben wir doch wieder die Chance, ne? Und dass wir das natürlich im Elfmeterschießen dann ziehen, da waren wir alle eiskalt und vor allen Dingen auch Dennis Schmidt, der da mutig zum Elfmeterpunkt geht und das Ding reinhaut, wo wir ihn wahrscheinlich alle für verrückt erklärt haben, aber das war ja auch irgendwie ein bisschen, ne? Kannst du dich noch erinnern, Rolf, als er gesagt hat, ich schieße oder wie lief das? Ja, als wir im Kreis standen, hat er sofort gesagt, ich schieße den ersten, glaube ich sogar. Ja, ich glaube auch. Und alle so, aha. Okay, dann mach. Und, das war doch so ein ganz ungewöhnliches Handspiel vorhin. Hatte er den gefangen? Oder? Nee, es war so, der Ball war eine Kerze im 16-Meter-Raum und also er war ja auch ein Kopfballspieler, aber er ist irgendwie eher nur mit der Hand dahin gegangen und dann... Alex Krück hieß er, glaube ich, damals noch. Und jetzt der Echo. Wolf, nein, jetzt Wolf. Ja, ach, der Wolf, okay, Entschuldigung, sorry. auf jeden Fall, der stand da neben ihm, hat ihn gesagt, wie kannst du nur, und wie soll, du gehst sowieso mit dem Kopf hin. Und das war halt total, auch noch total untypisch, was er da gemacht hat. Ne? Stürmer halt im eigenen Strafraum, da hat man es wieder gesehen. Und das war ja das Kuriose. Ja, und dann am Elfmeterschießen, dann steht man halt im Kreis und dann fragst du als Trainer, wer traut sich und wer will. Und so, dann melden sich, und Schmidti war der Erste, der gesagt hat, ich schieße den Ersten. Und das hat er dann auch gemacht und souverän verwandelt. Und war ja nun beim Gegner ein Mann im Tor, der Elfmeter schon mal halten konnte. Ne? Und das ist richtig, aber wir hatten auch einen Torwart, der Elfmeter halten konnte. Genau. Ja. Dein Lieblingstorwart? Ich habe keinen Lieblingstorwart. Nur Lieblingstorwart. Aber Torhüter waren alle meine Lieblinge. Ja, das ist richtig, Rolf. Also. Aber Tino war schon auch aufgrund der Tatsache, dass er eben so manchmal in der Öffentlichkeit einen schweren Stand hatte. Hast du ihn auch immer wieder betont, wie gut er eigentlich war? Ja, das ist so. Und an dem Abend ja auch. Ja. Und man muss auch sagen, ich habe nämlich die Liste hier. Wir können es mal aufzählen. Dennis Schmidt hat getroffen, Björn Lindemann, Tobias Nickenich und Matthias Heidrich, der ja am Wochenende jetzt auch hier war. Aber auch interessant, vom HSV verschossen, Robert Tesche. Genau, den hat jemals damals getroffen. Der ist eigentlich ganz cool zum Elfmeterpunkt gegangen, aber hat dann doch nicht ganz geklappt. Ne? Ja. Der war damals auf der anderen Seite. Genau, so schließt sich der Kreis. Ja, ja, das war übrigens auf den Tag genau das Datum des Bayern-Spiels, 23. September 2009, also 78, 23. September war das Bayern-Spiel. Und es war ja nicht der einzige Pokalerfolg dieser Saison. Es war ja eine der Saisons, in der der VfL durchmarschiert ist bis ins Viertelfinale nach ausgesprochen packenden und großartigen Pokalspielen. Und was auch nicht unbedingt normal ist, Rolf, ich weiß nicht, ob ihr als Trainerteam damals so ein bisschen Sorge hattet. Mannschaften, die im Pokal Außenseiter, die im Pokal relativ weit kommen, aber in der Liga auch etwas erreichen wollen, lassen oft in der Liga nach. Ja, aber das war in der Saison auch nicht so. Ihr seid aufgestiegen. Wobei ich sagen muss, immer wenn wir das Pokalspiel gewonnen haben, haben wir anschließend richtig einen Stimmt. Das habe ich ganz ruhig sagen. Habe ich auch so in Erinnerung. Also am Wochenende danach ging nichts. Das war, nicht vergessen. Wir gewinnen gegen Dortmund und spielen dann in Wien und kriegen, glaube ich, 4 Stück. Also, war geplant. Ja. War so geplant. Ja. Sonst wäre das ja alles so nicht gekommen, wie es dann gekommen ist. Ja. Dortmund kam ja dann nach dem HSV-Spiel in der Runde danach. Das war Klopps Mannschaft und man weiß ja, wie sie besetzt waren. Adi, du warst ja zu der Zeit irgendwo auf Wanderschaft, ne? Mhm. Aber hast das auch immer mitverfolgt, oder? Ja, ich war im Stadion da gegen Dortmund. Ach, auch gegen Dortmund, ach so. Ich war da, ja. Und wie hast du das so, glaubt man dann, wenn man so eine Sensation geschafft hat, sagt man dann, ja, dann packen wir es gegen Dortmund auch? Oder sagt man sich, einmal, aber öfter gelingt das nicht? Nein, ich glaube, VfL hat dann Selbstvertrauen gehabt. Wir haben Pokal gewonnen und gegen HSV und dann gegen Dortmund war auch ein packendes Spiel. Und ich glaube, Ballett hat dann mit einem Fallrückzieher-Tor geschossen. Und das war das ist die Bremer Brücke, ja. Das war immer dieser Mythos, was die Fans gewünscht haben. Und das haben die Jungs auch wirklich toll gemacht, ja. Ich meine, Dortmund kam hier hin und die hatten das HSV-Spiel ja auch gesehen. Und da wusste der Trainer ja genau, was passiert. Und
das war auch ein magischer Abend mit diesen Toren, die der Angelo da geschossen hat. Fallrückzieher, Kopfballtor, das macht man nicht alle Tage, ne? Und da kam wieder vieles zusammen und die Unterstützung der Fans. Und dann hat das auch nochmal geklappt. Und auch nicht unbedingt unverdient, muss man tatsächlich sagen. Und der Gegner wusste, was ihn erwartet, ne? Das war schon stark in der Saison. Das war richtig gut. Und das Spiel hat eine Geschichte. Carsten und auch meine Wenigkeit, wir haben beide für Dortmund gespielt. Mhm. Und ich kannte ja noch Michael Zorc richtig gut. Und mit dem habe ich 7 Jahre zusammen gespielt in Dortmund. Und er war zu der damaligen Zeit der Manager. Und, du bist noch, mit Dortmund Pokalsieger geworden, 1989. Ja, richtig. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich zu Michael vor dem Spiel gesagt habe, Michael, heute gibt es richtig auf die Haare. Also das habe ich ihm so gesagt und da hat er gesagt, ja, warten wir mal ab. Und dann kam er nach dem Spiel und hat gesagt, du hast recht gehabt. Ich sage, ja. Das war schon. Es ist nicht so einfach hier in Osnabrück. Und was dann noch dazu kam, nach dem Spiel, als wir dann gewonnen haben, kam Lothar zu mir und sagte, Rollo, die Saison ist finanziell gesichert. Wir sind ja richtig mit Angelo Valletta. Ihr seid ins Risiko gegangen. Richtig ins Risiko gegangen damals, also der Verein. Und durch das Viertelfinale war alles durch. Also von daher. Ja. Obwohl, war Dortmund auch ein Live-Spiel? Nein, ne? Nee, ich glaube nicht, aber es gab ja trotzdem schon. Es gab schon viel Geld, aber damals noch in der ersten Phase war es das wichtig, dass man das Live-Spiel kriegt. Ich weiß noch, wie sauer alle waren, als das Spiel, da kommen wir gleich drauf, gegen Hertha nicht live übertragen wurde. Ja, es gab damals noch zusätzliches Geld. Das war richtiges Geld, ja. Aber es gab auch für die Pokalrunden Geld und das muss man dann sagen, da seid ihr dann eben so weit gekommen. Ja, und dann war Schalke, glaube ich, danach. Das klammern wir jetzt aus, ne? Nö. Ja, das gehört auch dazu. Das war unter Felix Magath. Hat Kurani das Tor geschossen? Ja. Das war, glaube ich, 1-0 auch, ne? Ja. Das war dann ein biederes Spiel bei schlechtem Wetter und irgendwie ist da der Funke nicht so übergesprungen, so habe ich das noch in Erinnerung. Die waren zäh, die Jungs, die waren von Magath auch entsprechend eingestellt. Die haben da auch nicht brillanten Fußball gespielt. Die haben das Spiel gewonnen. Und da ging irgendwie, da fehlte dieser Funke. Und aber ich meine, das war natürlich ein Riesenerfolg. Aber in dem Spiel sollte es irgendwie nicht sein. Habe ich so in Erinnerung. Wie oft, du bist ja jetzt auch viel unterwegs, Händen. Wir können vielleicht kurz auch sagen, was du gerade machst. Du bist bei Aldi Nord, regional Verkaufsleiter. Und bist viel unterwegs. Wie oft wirst du denn eigentlich noch angesprochen? Vor allem auf das Tor und auf diese tolle Saison. Also ich habe ja gerade schon gesagt, das ist jetzt mittlerweile 14 Jahre her. Das haben viele wissen das noch, aber gerade die jetzt auch neu zum VfL kommen als Fans, die das ist schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also ich werde jetzt bei Aldi, wo auch viele Kunden sind, aber da werde ich jetzt nicht tagtäglich angesprochen. Aber natürlich ist das ein Moment, auf den ich gerne angesprochen werde. Und wenn man dann mal seinen Namen sagt, dann weiß man, ah, okay, es war der gegen HSV das Tor noch geschossen hat. Also es ist schon noch da, aber es ist auch schon in Vergessenheit geraten. Das muss man ganz klar sagen. Du hast ja beim VfL auch einige aufregende Jahre mitgemacht. Und eins der wichtigsten, da warst du auf Gegners Seite. Das hatte jetzt mit dem Pokal nichts zu tun, aber ich denke oft noch manchmal an das Spiel gegen Holstein Kiel. Mhm. Als Holstein Kiel 2-0 führte und alle den Aufstieg abgeschrieben hatten, endgültig abgeschrieben hatten. Und dann gab es einen Elfmeter und Thomas Reichenberger sagte, lass mal Adi schießen, dann haben wir wenigstens den Titel des Torschützenkönigs. Dann hat Adi verwandelt. Ja. Und dann machte Tommy Reichenberger das Anschlusstor. Und dann rief Pele von außen rein, Leute, wir müssen gewinnen. Magdeburg liegt zurück. Und das Gegenteil war der Fall. Mhm. Magdeburg führte. Ja. Ja, also es war die frechste Notlüge der VfL-Geschichte, das muss man so sagen. Und Henning spielte eine Hauptrolle eigentlich, weil er bevor Reichenberger, der dann das 2-2 und das 3-2 machte, hatte in einem Frustfoul, so würde ich es mal nennen, das war schon für Tommy ungewöhnlich übel. Das war nicht seine Art. Hat er Henning umgehauen oder umgetreten. Und alle waren davon überzeugt, dass der Schiedsrichter rot zeigt. Ne? Hat er nicht gemacht. Das habe ich aber tatsächlich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, weißt du noch, Adi? Ich weiß es. Ich weiß nur, das war ja auch für mich ein entscheidendes Spiel, dass ich dann danach zum VfL gekommen bin, weil ich da vor Peles Auswechselbank halt gespielt habe oder vor Peles Bank und er da schon gewütet hat, was da alles so passiert. So war das damals wirklich. Das ist so.
Ja, aber das Spiel war auch entscheidend. Ne? Muss ich ehrlich sagen, sowas gab es noch in der Brümer, also an der Brümer Brücke noch nie. Ne? 2-0, liegst ja 2-0 zurück und unsere Fans, die Ostkurve, sag ich jetzt mal so, die fangen an zu singen quasi gegen uns. Ja? Wir standen auf dem Platz, wir haben gedacht, okay, heute haben wir wirklich gar keine Chance. Ja? Aber wir hatten ja noch die Aufstiegsmöglichkeit noch zu kriegen und wir lagen 0-2, glaube ich, 75. Mhm. Und da kamen 11 Meter noch dazu und ja, und da hat es uns ein bisschen Selbstvertrauen gegeben und die entscheidenden Männer waren ja noch, dass Simon Tüting noch reingekommen ist und Koka Engel auch noch. Engel, ja. Also Simon, also ich musste, ich glaube, 2 Trompässe hat er gespielt. Genau, und dann Flank und dann Reichenberger war ja da so, wie er ist. Und für mich ist einfach der Typ dann phänomenal. Also wirklich, also das war, es war schon Wahnsinn, ja. Es gab in der Saison nur ein Spiel, in dem der VfL noch schlechter war. Genau. Ja, das war das gegen Aalen. Aufstiegsspiel auch noch. Ja, also das entscheidende Spiel um den Aufstieg. Genau, da hat Tommy Reichenberger anschließend gesagt, wir steigen mit dem mit der schlechtesten Saisonleistung steigen wir auf. Dann gewinnen wir auch 2-1 und legen auch 0-1 zurück. So sieht es aus, ja. Also das war schon unglaublich. Ja. Susanne guckt mir jetzt schon ganz streng. Nein, ich schaue dich nicht streng an. Ja, das kriegen wir wieder, aber ich wollte fragen, willst du Adi nicht als Co-Autor noch irgendwie mit oder so? Also ist der Wahnsinn. Das wusste ich ja, dass er so ein traumhaftes Gedächtnis hat. Okay. Ja, fast so gut wie das von Rolf. Ja. Um Gottes Willen. Das ist schon beeindruckend. Ja, aber das ist zurück zum DFB-Pokal ist der kürzeste Weg. In der Saison seid ihr aufgestiegen in die zweite Bundesliga und ihr habt auch in der Saison im DFB-Pokal richtig aufgetrumpft. Adi, dann brauche ich das ja nicht zu sagen. Ne, das stimmt schon. Also ich glaube, erste Runde haben wir gegen Braunschweig. Ich glaube, das war ein Abendspiel. Ja. Ja, wir haben 3-1 gewonnen. Das war sehr, sehr gut. Derby gegen Braunschweig, ausverkauftes Stadion. Ja, wir waren auch motiviert und ja. Und am Ende haben wir das haben wir gewonnen und da waren wir glücklich. Und jetzt weiß ich, was ein Tor, eine Vorlage, Adi Menger, ne? Ich glaube, das dritte Tor habe ich auch gemacht. So einen Elfmeter habe ich noch rausgeholt und ja, das weiß ich noch, ja. Aber dann kam das Spiel, in dem, wie eine Zeitung schrieb, Deutschland Adi Menger kennenlernte. Das stimmt, ja. Also Wolf, du weißt es, Borussia Mönchengladbach, Klaus-Dieter Wollitz gegen Jupp Heynckes, Flutlichtspiel. Ja, das weiß ich noch. Ja. Adi, los. Aber was war Harald, das? Jetzt, ich weiß nicht mehr die Details. Also, nein. Aber so viel Spiele das macht doch nicht. Aber ich weiß es. Also, wir reden bei dir von, was weiß ich, 1000 Spielen. Also, Rollo, das war ja 2006, das war, man muss auch wissen. 2006. Das ist auch schon lange her. Aber hallo. Ja, also ich sage immer wieder, das ist die Mythos. Brümmer Brücke, ja. Also das war schon, du kriegst ja eine Bundesliga und wir waren auch in der Liga. Ja, nicht so gut, sag ich jetzt mal so. Das war immer hoch und ab. Und ja, aber trotzdem gegen Gladbach war wirklich, ja, also das ist die meiste Leistung, was wir gebracht haben. Also wir waren wirklich beweglich. Gladbach hatte gar keinen, also wirklich nicht so die Möglichkeit gehabt, uns wirklich zu schlagen. Ja? Und durch meine beiden Tore, das war einfach ein Traum. Ja? Tag danach machst du die Zeitung auf. Du bist in aller Munde. Und das war schon ein Traum, ja. Ja. Aber den Salto hast du nicht nach den Toren gemacht, ne? Nee, ich habe nach dem Spiel habe ich das gemacht, genau, ja. Also das war einfach diese Emotion, das kam einfach hier raus und Also wenn man auf die YouTube-Videos sehen, dann sieht man das ja. Ich zähle immer jedes Mal auch meine Arbeitskollegen, zeige immer diese Videos und so. Und, weil die glauben ja nicht, dass sie früher mal Salto gemacht haben. Warum? Jetzt habe ich Rückenschmerzen. Ja. Also, jedes Mal. Jammer ich immer wieder, warum ich Rückenschmerzen habe. Und, ab und zu mal zeige ich die Videos hier. Sieh mal. Ja. Im nächsten Spiel gegen Hertha warst du dann verletzt. Ja, ne? Leider. Ja, ich habe mich gegen Rot-Weiß Aalen damals einen Muskelfaserriss gezogen. Und das hat ziemlich lange gedauert, weil wir auch kurz vor Weihnachten haben wir das gespielt. Und das hat leider am Ende nicht geklappt. Und wir haben leider verloren. Und das war schon ärgerlich zuzusehen auf der Tribüne. Und Aber Hertha war... Hertha war einfach stark und an den Tag, muss man ehrlich sagen, wir waren nicht gut, ne, und zu Recht auch ausgeschieden. Ja. Du hast ja beide Tore erzielt beim 2-1 gegen Gladbach, ne? Richtig? Ja, richtig. Was schaust du denn öfter an, den Salto oder die Tore? Lieber die Tore. Die meisten Pokalspiele, Rolf, hast du mitgemacht und ich erinnere mich an ein besonderes. Da ging es gleich in der ersten Runde der Saison, in der ihr mächtig aufgerüstet hattet mit Erwin Kostel, Guido Cessny, Norbert Elgott, Großeinkauf. Man wollte in die Bundesliga und ihr bekamt dann in der ersten Runde das Los VfB Stuttgart. Stimmt. Vorverkauf, Koppelgeschäft und ihr habt dann
verloren, relativ eindeutig. 3-1? Ich glaube, ja, 1-3, genau. Ja. 3? Nee, das war 81, das war unter Biskup. Das war 0-2. 0-2. Und ja, da hast du einen Satz gesagt hinterher zu mir. Da haben wir gesprochen über die Zuschauer, du erinnerst dich? Ja. Die Kulisse, da hast du ein bisschen Kritik am Verein geübt. Wegen den Eintrittspreisen. Wegen den Eintrittspreisen. Da hast du schon damals eine gewisse Courage bewiesen. Und, ja, es durfte aber auch nicht rauskommen, dass ich das gesagt habe. Jetzt ist es spät. Aber Rolf, jetzt ist es doch, glaube ich, verjährt, jetzt, oder? Wenn das jetzt Helmut Kalto hört. Ja, dann kriegst du jetzt noch eine Abmahnung. Aber es, ich erzähle es deshalb, weil Rolf schon damals diese geradlinige und ehrliche Art hatte und einfach gesagt hat, naja, wenn man dann so schnell die Preise erhöht, und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Kulisse nicht passt. Ne? Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!